So, geht's weiter mit einer neuen Runde Roborumble. Im Markt habe ich 5,2 Millionen, das heißt, wir müssen natürlich erstmal wieder richtig einkaufen. Ich überlege gerade, was war die nächste Mission? Ich habe es vergessen. Gott, ja, wir brauchen irgendwas für die Basis, das ist glaube ich nicht schlecht. Basisenergie um 10, wollte nicht Produktionszahl verkürzen. So, mal kurz verhandeln hier. Ja, einfach schnell hintereinander, easy mode. 30% weniger? Gern, warum nicht? Kaufen wir durch, dann gern. Ja, 1,4 ist fast schon geschenkt eigentlich. So, noch 3,8 übrig. Was gibt's sonst noch für Booster? Reichweite. Explosionen geladen, spüren mit Energie auf. Automatische Regeneration der Basis? What? Klingt gut. Kaufen wir? Ja! Oh mein Gott! Heute läuft's ja richtig hart. So, was haben wir noch alles? Heute betreiben wir mal richtig. So, Produktionskosten verringern. Produktionskosten verringern? Alter, das wird immer besser hier. Ja! Ey, das gibt's doch gar nicht. Alles klar. Also, falls sich gerade jemand fragt, ich bin ja nicht am Cheaten, ja? Und ich habe mir auch nicht den Algorithmus auswendig gelernt. Also, ich bin hier gerade einfach nur klicken. Oh, schade. Na gut, okay, kann nicht mehr funktionieren. So, jetzt haben wir 3 Dinge gekauft. Oh Gott, jetzt müssen wir das schaffen und dann gewinnen, weil ansonsten haben wir ein Problem. So, dann let's begin. So, was können wir herstellen? Kurz Überblick, was sind denn dafür die komischen Spinn-Dinger? Okay, es scheint okay zu sein. Oh mein Gott, was haben die denn für Dinger? Wasser, Spinne, Reichweitenbooster, alles klar. 2, 3, sogar mit Upgrade hier noch. 3, 6 Stück. Und eine Basis. Ganz blöde Frage, wie kommt man hier überhaupt übers Wasser drüber? Hä? Wie kommt man übers Wasser drüber? Ach, da braucht man wahrscheinlich diese Spinnen oder wie? Eieiei. Was war mit den Ventilatoren oder so? Die müssen wir ausmachen oder anmachen. Ich habe null Ahnung, ich habe absolut null Ahnung. Schweres Vierbein. Also hier. Was ist das denn schon wieder für ein Ding? Ich kenne das alles irgendwie noch, aber. Geschwindigkeitsboost. Alter, wie viel Geld übrig? Minenleger. Ich glaube, irgendwie ist sowas am besten, oder? Und Feuerkraft oder Geschwindigkeit? Ich habe keine Ahnung. Machen wir es mal so. Schon komisch aus, diese Dinger. Ich weiß noch, wir haben ewig gebraucht, bis wir das früher rausgefunden haben, was sie bringen. Was war das? Ein Gewitter oder so? Holy shit. Alter. What? Okay, das ist Säure. Gut. Nice to know. Warum ist denn da extra reinlaufen? Was bringen diese Dinger hier? Fragen. Können wir reinlaufen? Ich habe Angst, dass der uns gleich schon aus, keine Ahnung, sicheren Entfernungen auseinandernimmt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die hat eine üble Range. Okay. Wie machen wir es? Was haben die für eine Fähigkeit? Steht da nichts dabei? Magneton, keine Ahnung. Irgendwas mit Magnet? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was könnte das Ding da umbringen? Irgendein Messer oder so? Kommt einfach eine Interkontinentalrakete raus und killt die Dinger oder so? Alles wäre geil. Hey, da bleiben. Okay, vielleicht einfach mal testen. Einfach mit allem rüberrushen und hier mal drauf. Nein, bleibst hier. Vielleicht hast du mir auch mal das Ding hier.
Alles klar. Alles klar. Alles klar. Das ist ein Witz, oder? Alter. Was zur Hölle, bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was, Alter. Was zur Hölle müssen wir machen? Reichweite 1, Reichweite 10, Reichweite 1, 7, 5. Wow, das war schon die mit der besten Reichweite. Alter Schwede. 130 Panzerung, die waren sogar noch relativ gut gepanzert. Frau 190 Panzerung, wie sind. Ach, Mist. Holy moly. Wenn wir hier ein paar produzieren, nochmal 5 Stück. Alter, das schaffen wir ja nie so. Das ist ja Wahnsinn. Wir kamen nicht mal annähernd an. Was waren hier diese. Ne. Was hat das auf sich? So, die Dinger sollten jetzt übertrieben hardcore sein. Also, ich glaube, mehr Panzerung kann man aktuell nicht einbauen. Das sind dann auch wieder mega langsam und so. Das heißt, die kommen natürlich nie an. Man da irgendwie. Ne. 180. Mist. Alter, wie kommen wir an diese Dinger dran? Die haben auch einen Reichweitenbooster und die auch noch, als würde das schon nicht reichen. Einen Reichweite-Booster bräuchten wir natürlich auch, ja. Wir haben jetzt so viel gutes Zeug erspielt, das heißt, wir müssen es gewinnen, um speichern zu können. Wir müssen wirklich. Ich meine, wir haben keine andere Chance, keine andere Wahl. Vielleicht können wir irgendwie da ganz seitlich oder so. Nur so eine Idee. Im Prinzip ist es ganz egal, wie viel das wir schicken, weil die haben. Ja, weil die elektrisieren uns da irgendwie eh ganz komisch und wenn wir im Wasser drin stehen, wahrscheinlich ist es dann dezent tödlich oder so. Ich überlege gerade. Über welche Mittel und Wege könnten wir ansonsten das Ganze schaffen? Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, dieses Ding da hinten hat irgendeine Bedeutung, dieses Teil. Es geht irgendwie nur ganz kurz. Vielleicht können wir die Rose irgendwie rüberblasen oder so. Aber wie? Okay, ich bin mir sicher, dass der Plan scheiße ist. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Okay, wir können auch nicht seitlich verbaten. Nee, es funktioniert auch nicht. Ach, die kommen gar nicht drüber, oder was? Ja, leck mich im Arsch. Ja, super, toll. Ah, das gibt's ja nicht. Probier jetzt mal was aus. Vielleicht können wir die Rohrs einfach rüberblasen. Ich habe es eigentlich fast schon geahnt, dass das passieren wird. Das heißt, man kann nur mit den vier Beinen rüberkommen. Ja, ist toll. Super, das ist wieder 1A. Schöne Offensive haben wir hier. Die Regeneffekte sind cool. Dieses Game erfordert zu viel Taktik. Ach, der driftet automatisch dann in die Säure rein. Oh, nice. Das ist saufen die oder wie? Ach, die Krabben. Okay, ich glaube, wir starten kurz eine neue.
Warte, mal schnell gehen, dass die Roboter zu können. So, das heißt, wir brauchen diese Dinger. Geschwindigkeit, Feuerkraft, Schottstock, Geschwindigkeit. Kann nicht falsch sein. So, irgendwie ganz viel von den Dingern hier bauen. Und noch so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ansonsten, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also zumindest mir persönlich fallen jetzt eigentlich sonst keine wirklichen anderen Möglichkeiten mehr ein, weil, wie gesagt, man kann... Was kann man sonst machen? Die irgendwie... Ich wüsste nicht, was man machen sollte. Ich möchte persönlich gerne ansonsten Ideen aus. Wie gesagt, Reichweitenbooster wäre natürlich mega nice, aber. Diese Dinge sind jetzt echt schnell. Also, wenn wir da jetzt nicht rüberkommen, also, ich glaube, vor Ort müssen wir sogar noch Feuerkraft drin und so. Das heißt, also, müssen wir rankommen. Ansonsten ist halt einfach. Wir sind schon bei 11 Minuten. Shit. Wie kommt man sonst rüber? Wie? Okay, mal kurz schauen. Jetzt müssen wir das Ding mal kurz dahin bringen. Vielleicht mal einfach mal da was reingehen, so hin. Das aber nicht angreifen müssen. So, und rüber. Die Theorie funktioniert, die Praxis. Ah. Sollen wir das als Fehlschlag oder als Nicht-Fehlschlag werten? Keine Ahnung. Also im Prinzip die Masse ist egal. Das heißt, wie viele das sind, spielt keine Rolle. Ich hätte das Ding mal ganz gerne ausprobiert und so. Die sind bestimmt mega OP. Aber wie nutzt man die Dinger? Ich weiß es nicht. I don't know. Feuerkraft, Schutzschild. Schutzschild ist natürlich nie schlecht, aber die drücken so einen bestialischen Schaden einfach, dass es nicht mehr wirklich Sinn macht, den Schutzschild zu nutzen. Der steht hier so ein bisschen abseits. Ich weiß nicht, warum der abseits steht. Vielleicht irgendwo durchbrechen oder so. Ich muss das Ding hier einmal wegkriegen und dann ist es relativ easy, vermutlich. Vermutlich. Oder hinten durchsneaken und dann zur Base oder so. Aber kann man hier rein? Geht das? Oh, das geht. Aha. Okay, das ist sehr gut, weil der. Eventuell. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ich muss mich gerade selbst gleich auf die Schulter klopfen. Dass wir mich ganz am Rand lang sneaken, dass wir quasi nur einen abkriegen und somit unsere Robos länger überleben. Das wäre nämlich ziemlich gut dann. Ich glaube, das ist mit diesen komischen Klappen da, das ist mehr Ablenkung. Nein. Dann ab auf den. Jetzt kommen noch mal nach. Ich bin mir nicht sicher, ob der Plan es gut war. Alter. Ich bin mir nicht sicher, ob der Plan gut war. Ich weiß es echt nicht. Das ist alles so verrückt irgendwie. Kann das der Weg sein, den wir gehen müssen? Wir bräuchten unbedingt Reichweitenbooster. Die haben wir da nicht.
irgendwie. Wenn wir es neu laden, ist das wieder alles weg. Was sollen wir machen? Wie können wir es sonst möglicherweise irgendwie schaffen? Ich möchte mir überlegen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Also ist es schaffbar, ist es möglich, das sieht man ja. Heilen die sich, oder was? Nee, oder? Ich dachte gerade, oder? Weil wir die einfach noch diese asozialen Upgrades haben, also wenn nicht schon OP genug. Sondern halt diese krassen Booster hier und den, das Upgrade. Schwierig. Bin mir nicht sicher, ob das einfach mit denen was auf sich hat. Ich glaube, die sind bestimmt nicht umsonst da. Die haben bestimmt irgendeinen Sinn oder so. Jawohl, die Effizienz ist nicht vorhanden. Die Effizienz ist nicht vorhanden, absolut nicht. Ein Schuss für 5 Roboter oder so, das ist beschissen. Ne, ich bin mir nicht sicher, wie wir das machen. Wie kann man es lösen? Falls ihr eine Lösung wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde jetzt mal das Let's Play so beenden. Und ich hoffe, ich warte einfach auf eure Vorschläge. Ich bin mir aktuell nicht sicher, wie ich es machen soll. Ich weiß zumindest gerade keinen Weg. Ja, damit sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten RoboRumble Let's Play.